Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge hat Meister Xehanort Kingdom Hearts beschworen und die Chi-Klinge. Und ja, wir haben, weiß ich nicht, unsere Hüter des Lichts haben ihn weggesperrt, so wie ich da verstanden habe, hier in dieses Dream Drop Distant Dingen Portal. Und anscheinend ist Meister Xehanort selber ein Portal. Und ja, ich habe mir die ganzen Cutscenes nochmal angeguckt in meinen Aufnahmen und ein paar Sachen sind mir im Nachhinein aufgefallen. Zum Beispiel Sigbar. Das habe ich total verpennt in der Cutscene. Sigbar sollte das Schlüsselschwert von Xehanort bekommen. So als, weiß ich nicht. Wenn Sigbar ihnen helfen würde, dann würde Xehanort ihm sein Schlüsselschwert geben. Ich habe das irgendwie voll verpasst. Ich habe das, glaube ich, gelesen, aber irgendwie falsch verstanden. Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie der solle ein Schlüsselschwert bekommen und nicht sein. Also ja, das habe ich irgendwie verpennt und ja. Also ja, das wäre dann so abgelaufen wie mit Luxo, hier sagt, glaube ich, ne? Weil er hat ja ursprünglich dieses Xehanort Schlüsselschwert gehabt und er sollte es an jemanden weitergeben, der würdig war. Und das wäre dann genauso abgelaufen, ne? Also ich nehme an, das ist viele Generationen, nachdem Luxo zum ersten Mal jemanden das Schlüsselschwert gegeben hat, ne? Und irgendwann hat Xehanort das vermacht bekommen und dann wäre halt so mit Sigbar weitergekommen. Was bedeutet, Sigbar hat ganz schön viel Vertrauen bekommen von Xehanort. Also hoffentlich lebt er wirklich noch und der taucht jetzt hier gleich auf und weiß nicht, übernimmt das Spiel, damit meine Theorie irgendwie wahr wird. Ja, außerdem habe ich noch zwei andere Sachen irgendwie verwirrt, und zwar Shion. Warum ist Shion Mitglied der echten Organisation 13? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Sie hat irgendwie nicht sehr Xehanorts Herz in sich gehabt und sie hat, ja, keine Ahnung, in den Berichten, also hier, wenn man hier im Gummifon nachguckt, Berichte und so, stand eigentlich nur, sie war von Xehanort ausgewählt, ein Mitglied der echten Organisation zu werden. Aber weiß ich nicht, der Sinn von der echten Organisation ist doch, dass die alle irgendwie Xehanort in sich haben. Also warum Shion? Und warum ist der verweilende Wille aufgetaucht, als wir mit unserer Gruppe gegen Terra Xehanort gekämpft haben und hat sich in den Kampf eingemischt? Der ist danach irgendwie gar nicht mehr aufgetaucht. Also ich hoffe, einige dieser Fragen werden nur so beantwortet. Und ja, so haben wir ein bisschen hier darüber geredet und ich würde sagen, wir machen weiter in wo auch immer wir sind. Ich glaube, ich habe mich schon vorgespoilert, wo wir hier sind. Und zwar hier, wenn ich hier ins Gummifon gehe, steht da rechts Scala et Calum. Ich dachte erst, da steht Kaklum, aber Calum wird, glaube ich, mehr Sinn machen, weil ich glaube, das bedeutet irgendwie Licht oder so. Das weiß ich von Final Fantasy 15. Und ja, offscreen habe ich ein paar Sachen gemacht. Ich habe ein paar Sachen gespielt, zum Beispiel, glaube ich, die besten Waffen für Donald und Goofy, Königswache plus, Infantinwache plus. Ich würde das jetzt alles per Mobile Shop hier mal zeigen, aber hier ist keiner. Also ja, dann habe ich noch das hier alles hergestellt und ich habe alle Sammelziele, glaube ich, erledigt. Oder nee, nicht alle, aber ich habe 58 Sachen irgendwie, verschiedene Sachen gesammelt und ich könnte das Ultima-Schwert schmieden. Wenn mir noch, ich brauche nur noch ein Orikalkum Plus, da fällt mir gerade ein. Ich habe mal Dingens hier gemacht, hier dieses Schildrutschspiel in Arendelle. Und dafür gab es eine Trophäe, wenn man so und so viele Punkte bekommt, 600.000. Und davon habe ich bekommen, Fusionsrakete, Abwehr Plus. Und da muss man 10 Schätze sammeln, wenn man die alle gefunden hat, kriegt man die Ability Meisterscharmeur, welche ich auch ausgerüstet habe. Also hier, guckt euch mal an, was ich alles ausgerüstet habe. Ich habe mal hier was rausgenommen, und zwar, ich glaube, das hier war das, ne? Ne. Irgendwas, womit, weil ich meine, Angriffe sehen jetzt sehr simpel aus, also boom, 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 boom. Da war Fusionswirbel, danke Goofy. So. Und ja, weiß ich nicht, ich habe ja vorher mal diesen Wirbel gemacht und das war irgendwie eine Ability, die ich die ganze Zeit ausgerüstet hatte. Also das ist mir irgendwie entgangen. So, jedenfalls, hier sind alle Fähigkeiten, die ich gerade ausgerüstet habe. Boom, boom, 0 EP ist ab, nicht aktiviert, gut. Ja, und Sternmedaille habe ich bekommen, die ich, glaube ich, gerade trage, ne? Ne, Meistermedaille.
Doch Sternmedaille tut irgendwie Eisboost, ja, das ist davon. So, und noch ein paar andere Minispiele. Ich habe so ein paar Trophäen gefarmt, soweit ich kriegen konnte. So und so viele Punkte in dem Minispiel und dem Minispiel. Und ja, wir machen jetzt weiter. Ich habe jetzt zu lange geredet, glaube ich. Irgendwas wollte ich noch sagen, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich kann mal die Waffen hier von Donald und Goofy zeigen. Esprit, MP, Haska und Esprit. Bewusstlosschuss. Bewusstlosschutz. Ich habe einige meiner Schlüsselschwerter auch noch hochgeballert und ich glaube, das war's, was ich hier erzählen wollte, oder? Oder war da noch irgendwas? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Also, wir sind Treppe des Lichts oder so heißt dieser Ort hier, glaube ich, ne? Oder Himmelstreppe, okay. Fast. Ja, und ich würde gerne mal wissen, was jetzt hier passiert. Und wo ist der Ort? Der muss ja bestimmt auch irgendwo sein, wenn wir hier auch gelandet sind, ne? It sure is awful quiet here. Just go right around. Da war er doch. Und da ist er auch. Hey! Und da ist er auch. What's going on? Hi. Was seid denn ihr? Herzlose? Are you serious? Das ist ein bisschen creepy. Kommen wir irgendwie so Vibes von den Ursus aus Final Fantasy Type Zero. Oh, I don't think they're the locals. Ready? Oh, Kampf. Wir haben das Ding dazu gemacht. Oder auch nicht. Das ist genau einfach, was ich machen wollte. Ich habe ein paar von diesen Dingern hier. Die sollte ich vielleicht mal einsetzen. Hier Angriff plus 4 Stück, Magie plus Abwehr plus. Boom. So, gut, ich mache meine Werte jetzt im Vergleich zu den anderen beiden an. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu stark oder so, aber glaube ich nicht. Und ja. Ich hoffe, wir müssen ja noch gegen Herzlos und so kämpfen. Aber ich würde doch ein bisschen auf Level. Gott. Oh, die haben Schlüsselschwerter. Warte, der eine hat die Waffe von Sigmar. Was ist her? Er zeigt Waffe. Gott, okay, war vielleicht gut, dass ich die statt Stat Booster hier eingesetzt habe, ne? Oh, ich habe Donald. Ja, super. Ich glaube, wir werden jetzt drauf gehen. Deswegen. Kann ich wegrennen? Alter. Oh, ist das Destati im Hintergrund, die Musik? Dun, 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 dun. Thank you.
Sind die abgehauen? Oh, sehr cool. Wir sind nicht mal hier anscheinend. Wo sind die alle? Ich höre noch Kampfmusik und so. Sind das jetzt mal kurz auf Ohr kratzen? Sind das jetzt irgendwie die finalen Formen, sag ich mal, von wenn sehr not hier die Herzen von sich in seine Organisation reingepackt hat? Also werden die dann so, sehen die dann so aus letztendlich? Warte mal, der hat ach, das war Nitas Schlüsselschwert. Ich dachte, was heißt. Okay. Sigma. Der geht im Nahkampf damit. So. In die Fresse. Ich habe nicht mal Donut Meteor gehabt. Okay. Sind die einzigen Gegner, die hier rumlaufen, aber die geben ganz schön, geben uns ja ganz schön auf die Fresse. Na, oh, Dreck. Oh nein. Der trifft irgendwas. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Die erinnern mich sehr an die Rosas von, weiß nicht, Final Fantasy Type Zero. Weil irgendwie so Geschöpfe gewesen sind, die einfach so aufgetaucht sind. Die haben nichts gesagt, sahen ein bisschen menschlich aus und die haben mir wortwörtlich ein bisschen Angst gemacht. Oh Gott, jetzt sind da noch mehr von denen. Vor allem, das war, vor allem, die waren irgendwie die einzigen Dinger, die nur noch rumgelaufen sind durch die Welt. Und genau so ein Feeling habe ich hier gerade. Die Stadt ist vollkommen leer und es sind nur diese fliegenden Viecher hier am rumlaufen. Und irgendwie eine sehr betrübelte, da werden immer mehr, verdammt, sorgt voll für eine betrübte Stimmung ja gerade. Was passiert jetzt? Oh Gott, wat? Oh Gott, jetzt habe ich erst recht Angst. Ah! Mein Gott, der Kampf ist die ganze Stadt hier. Ey. Haben wir gerade gruselig gelacht. Ja, wollte mich auch erinnern an diese Hexen aus Final Fantasy 8. Die man ganz am Ende hier bekämpfen musste. Bevor man ja in die, wie nennt sich das noch? Zeitkomprimation hier. Zeitkomprimierung hier landet. Die haben immer so creepy gelacht und so. Die sahen auch ein bisschen menschlich aus und ja, Alter. Ich mag so, ja, macht mir ein bisschen Angst, so menschliche Gegner, die irgendwie nichts sagen, so durch die Luft fliegen und so. Also ja, Atmosphäre ist gerade top. In, was ich mal annehme, ist die letzte Welt hier in dem Spiel, ne? Oh Gott, wenn immer mehr. Haben wir alle so ätherische Klingen oder bin ich mal rein? Hey, wer bist du denn? Welches Schwert hast du? Shions? Ich glaube, die teilen sich alle einen Lebensbalken, oder? Kann nicht sein, ja, der mit den Karten, den habe ich noch gar nicht angegriffen, also. Naja. Du. Es kann nur einen geben, der einen Schlüsselanhänger schwingt. Weil ich bisher noch nicht so verreckt bin im Kampf, ne? Ich kann mir nicht mehr so viele Treffer leisten, okay?
Boom, okay, gut. Alter. Was sind da für Typen? Ja, so fühle ich mich auch gerade. Of all the places to be sent. Master Xehanort. Behold, this town. Once a seat of power for all Keyblade wielders. It is the nexus from which all worlds spring. Other selves can be one, united in Scala et Caelum. Yeah, ist die Stadt, wo die beiden Jungs Schach spielen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Scala et Caelum. Was bedeutet das? Caelum bedeutet, glaube ich, Licht, ne? Lateinisch oder so. Okay. Let's get him. Yeah. Soll ich der finale Boss, oder? Oder? Wo könnte vielleicht sein, ne? Okay. Er hat nicht in die Rüstung er hat nicht die Rüstung getragen aus Birth by Sleep, also das wäre was ganz anderes. Oh Gott. Das ist echt schon der finale Kampf. Oh Gott. Den Panzerten sehr noch und ich werde noch nicht mal geheilt, danke. Ist ja nicht Rage Awakened hier im Hintergrund, was da läuft? Oh Gott, der hat so viel. Naja, nein, geh weiter runter. Was ist da für ein Ding? Geh weg. Okay. Ich glaube, gegen einen Gegner werden wir doch wohl ankommen irgendwie. Komm her. Ja, Goofy und Donald. Hier viel abwehren anscheinend. Ja gut. Da kann auch nicht der finale Boss sein. Normalerweise geben die einen immer eine Warnung noch so. In Kingdom Hearts 1 und 2, ne? So, das könnte der finale Kampf sein oder so. Mal schauen. Ich habe verschiedene Musiktitel, ja, oh Gott. Muss man einsetzen.
verlecke ich hier, aber ich glaube, ich verlecke jetzt so oder so. Ich verlecke jetzt, ja. Ja, meine Dunkelheit ist dunkler als deine. Ja, vielleicht auch nicht. Ah. Oh Gott, verwandle dich zurück, komm. Oh nein. Ich bin jetzt so verwandelt, gut. Oh Gott, ey. War ein mieser Angriff. Hör auf damit. Okay, jetzt ich wenigstens hier kaputt hauen. Für einen Moment. Okay, ich kann halt auch blocken. So wie ich den auf Nuss gebe, könnte man meinen, ich kenne mich aus in dem Spiel. Ich höre Rage Awakened als Musik. Ja, okay, er trägt eine Rüstung, so wie Terra. Also, ich meine, das ist irgendwie so ein Rüstungsthema. Good job. Aber ja, ich habe keine Attraktion in diesem Kampf ein. Hallo, okay, gut. Bis jetzt läuft es noch. Du hast Ding noch direkt in die richtige Richtung lenken, wenn du zweimal hier längst direkt. Wasser? Was? Wir sollen im Wasser kämpfen, müssen wir auf den Arm nehmen? Oh Gott, da wird nicht gut ausgehen. Okay, oh, ich treffe den, stimmt. Muss gar nicht ganz nah an den ran sein, ne? Oh, ja. Oh, er ist direkt neben mir teleportiert, als ich angegriffen habe. Oh, ich werde jetzt verreckt. Okay, Kupo-Münze. Stimmt, die gab es ja auch noch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Heilung. Oh Gott. Ah. Sollte nur ausweichen. Jetzt gerade eine super duper Attacke ein. Wo ist er? Sie ist ein Lebensbalken manchmal, aber da. Komm her. Mehr. Gott. Ja, Goofy, sehr gut. Okay. Themenwechsel wieder. Ich muss gerade so dringend pinkeln, ne? Bestimmt für die Angst vor diesen einen Dingern gewesen, ne? Okay, was kommt jetzt? Luftkampf. Luftkämpfe sind eigentlich immer irgendwie. Ich glaube, das ist schon der finale Kampf, oder? Hier sieht schon alles zerstört aus und so, ne? Okay, wir kämpfen in der Luft. Überhaupt schon mal in der Luft gekämpft? Könnte mir noch nicht antun, hallo? Ganz am Anfang gegen den Titanen damals.
Das war es dann auch schon. Ja, Goofy und Donald sind nicht da. Oh Gott, ich wollte eigentlich deine Bälle da abwehren, aber okay, wenn du schon direkt auf mich loskommst, dann noch besser. Ja, kann nicht der Finalkampf sein. Ja, nicht die Chi-Klinge und all sowas, also. Gott. Ich habe noch die Wutform, um mich zu heilen, wenn es hier drunter und drüber geht. Komm her. Ja, weil es um mich kreisen. Ich habe gerade mein Dings eingesetzt, ne, mein Meisterform-Dingen. Ah, zu früh. Ich möchte ungern. Oh Gott. Ja, auf Nummer sicher. Komm her. Ich kann den drei Kombos hier reinhauen. Komm her. Wo ist er? Goofy und Donald, können die nicht fliegen oder was? Boom. Gut. Oh. Okay. Na, war es ja schon für dich, alter Mann? Ja, hab ich mir gedacht. Nein, geht erst zurück und speicher. Oder sieht aus wie ein Schlachtfeld. Wer immer so selbstsicher aussieht. Knowing all that you do about connections. Schicklinge. Ja. One sky, one destiny. Oh Gott. Ich hätte jetzt wirklich gerne die Ultima Klinge, aber was soll's. Ich würde aber sagen, ich mache hier einen Schnitt, weil ich muss dringend pinkeln. Und ja, keine Ahnung. Ich nehme an, wir sind hier im finalen Kampf schon. Und ja, gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Ciao.